Der Antrag, ein Spielfilm. Eine ca. 60-jährige Frau sitzt in ihrer Wohnung auf einem Bett. Wir nennen sie Frau Müller. Sie nimmt aus einer Dose eine Tablette und steckt sie in ihren Mund. Die Frau steht auf, geht zu einem Regal. Darin stehen sehr viele Aktenordner. Sie zieht einen Ordner und eine Mappe mit Akten heraus und geht zurück zum Bett. Dort sortiert sie die Akten. Frau Müller wählt eine Nummer auf ihrem Smartphone. Hallo? Guten Tag. Eines hohen Arbeitsaufkommens kommt es aktuell zu längeren Wartezeiten. Leider kann es noch einen Moment dauern. Bitte haben Sie noch etwas Geduld. Ja. Sie spricht genervt in ihr Telefon. Ja. Über welches Thema möchten Sie mit uns sprechen? Es geht um den Antrag auf Assistenzstunden. Sagen Sie mir einfach kurz, worum es bei Ihnen geht. Ja, ich möchte einen Antrag auf Assistenzstunden verlängern. Wieso muss ich das Formular schon wieder ausfüllen, obwohl sich an meiner Situation nichts geändert hat? Ich verbinde Sie jetzt mit einem Kundenberater. Es geht um den Antrag auf Assistenzstunden. Können Sie den Antrag dann bitte bei der Pflegekasse stellen? Da sind wir die falsche Behörde. Nee, der Mitarbeiter ist gerade nicht da, der hat Urlaub, der ist in 2 Wochen wieder hier. Da könnten Sie dann bitte nochmal anrufen. Das kommt eindeutig zu spät, der Antrag hätte viel früher hier sein müssen. Nee, Sie haben doch schon 3-mal hier angerufen, da kann ich wirklich nichts mehr für Sie tun. Ich kann Ihnen immer nur die gleiche Auskunft geben, ich kann da nicht helfen. Leider sind Ihre Unterlagen unvollständig. Also nee, das Formular war das falsche, was Sie geschickt haben. Der Antrag ist hier noch nicht eingegangen. Nee. Solange Sie das Gutachten über den Grad der Behinderung nicht vorlegen, können wir Ihnen überhaupt nicht helfen. Das ist das Erste, was Sie tun müssen. Dann können wir hier weitersehen im Gespräch mit Ihnen. Ganz wichtig ist der Antrag auf die persönliche Assistenz. Ohne den geht einfach gar nichts. Das muss einfach vorliegen. Und vor allen Dingen auch der Beleg der Krankenkasse, dass Sie die Maßnahme, diese Förderung bewilligen. Das müssen Sie als Erste bringen. Dann können wir sehen, wie wir Ihnen helfen können. Ja, vorher können wir nichts tun, gar nichts. Wenden Sie sich bitte an Kollegen Schneider im nächsten Raum. Okay. Sie können hier auch nicht einfach so reinplatzen. Ich bin im Telefonat. Nee. Das müssen Sie nochmal mit der Kollegin Schneider klären. Die hat die Durchwahl 273. Die Vorwahl ist dieselbe. Aber da bitte wirklich nochmal die Frau Schneider ansprechen. Tut mir leid, die Kollegin ist zu Tisch. In einer halben Stunde vielleicht nochmal durchrufen, bitte. Die gleiche Nummer, aber bitte eine halbe Stunde später. Die ist gerade zu Tisch. Der Beamte legt den Hörer auf. Die Frau telefoniert noch einmal. Eine Beamtin geht ans Telefon. Was kann ich für Sie tun oder wie kann ich Ihnen helfen? Es geht um den Antrag auf Assistenzstunden. Ja, die Verlängerung der Assistenz. Wieso muss ich das Formular schon wieder ausfüllen, obwohl sich an meiner Situation nichts geändert hat? Das ist doch absurd. Ja, ich kann da nochmal nachgucken, das hatte ich ja auch gesagt, aber wie ich Ihnen bereits gesagt habe, es sind lediglich die Kontoauszüge da, der Rest ist nicht bei mir. Was, die Kollegin ist krank, wer ist denn jetzt da bitte in Vertretung? Und wo das ist, das kann ich Ihnen leider auch nicht sagen. Wer soll da durchsteigen? Jedes Jahr so viele Papiere, man bräuchte ein eigenes Sekretariat für diese Sachen. Ich habe 2 Sozialarbeiterinnen, nur deshalb. Ich bräuchte überhaupt keine Sozialarbeiterin, wenn ich nicht so viel Ärger mit Ihnen hätte. Man braucht eine Ausbildung dafür, um durch den ganzen Antragsirrsinn durchzusteigen. Nächste Woche. Und während der Zeit habe ich keine Assistenz. Ich bin total unversorgt. Das muss ich jetzt einfach akzeptieren. Na wunderbar. Wunderbar. Ich bin begeistert. Okay, dann rufen Sie mich an. Nein, ich muss wieder anrufen. Gut, danke schön. Wiederhören. Die Beamtin legt auf. Das Gesicht von Frau Müller wird nahe gezeigt. Die Frau schreibt mit der Hand einen Brief an das Amt.
Sie reißt das vollgeschriebene Blatt von einem Schreibblock und faltet das Blatt Papier und steckt es in einen Briefumschlag. Sie klebt den Umschlag zu und beschriftet ihn. Sie klebt eine Briefmarke auf den Umschlag. Sie steht mit dem Brief in der Hand auf und öffnet die Zimmertür und verlässt die Wohnung. Sie setzt sich in einen Elektrorollstuhl und fährt aus dem Bild. Sie fährt mit ihrem Rollstuhl eine Straße entlang. Sie fährt über einen Bordstein. Sie fährt durch eine Baustelle zu einem gelben Briefkasten. Der Briefkasten ist zugestellt mit Fahrrädern. Sie fährt an den Fahrrädern vorbei und schmeißt zwei Briefe ein. Sie fährt aus dem Bild. Wir sehen die junge Beamtin in ihrem Büro. Möchten Sie eine Störung melden? Wählen Sie 1. Sie telefoniert. Für alle Service- oder Rechnungsanfragen wählen Sie bitte 2. So, also, wie ich ihn beschrieben habe, ich bin bei mir auf der Arbeit. Das heißt, ich habe absolut keinen Einblick in meine Unterlagen. Ist jetzt aber das erste Mal, dass ich sie erreiche seit einer Woche. Es geht darum, wie ich bereits erwähnt habe, dass 500 Euro von meinem Konto abgebucht wurden, obwohl ich erst seit einer Woche Kundin bin. Genau. Können Sie mir da nicht einfach sagen und in meine Unterlagen gucken, in meine Akten gucken und sagen, was da das Problem ist? Ja, da liegt ein Missverständnis vor, das ist mir ja klar. Ja, dann mit meinem Namen und meinem Geburtstag kann ich Ihnen weiterhelfen, alles andere habe ich nicht. Gut, dann danke ich Ihnen für gar nichts und würde sagen, meld mich dann nochmal, ne? Die Beamtin lässt sich in ihrem Bürostuhl fallen. Ein grauhaariger Beamter betritt das Büro. Mein Telefonanbieter, ja, den habe ich ja gewechselt. So, und jetzt habe ich eine Rechnung von 500 Euro. Ich weiß nicht, wieso. Ich verstehe es nicht, ja. Ich erreiche da niemanden. Seit einer Woche rufe ich da an. Erst keiner zuständig, dann irgendwie verschoben, geht keiner ran. Ja, also ich bin völlig überfordert. Was soll das? Ich meine, das ist... Moment. Frau Müller fährt ins Büro. Moment! Ich hatte im Moment gesagt, wer sind Sie? Warum stehen Sie jetzt bei mir hier im Büro? Was soll das? Ich bin Gabi Müller. Ich habe hier meine Anträge auf Assistenzstunden. Ich habe schon 1000 Mal mit Ihnen telefoniert. Ich bin stinksauer. Schauen Sie sich das mal an. Okay, um Gottes Willen, das ist eine Menge. Das ist ein fetter Stapel. Was soll ich damit machen? Wie soll ich da durchblicken? Das ist ein Antrag, das sind viele Anträge, immer mit der gleichen Sache. Ich finde auch, dass das viel zu viel ist. Wie soll ich denn da durchblicken? Anträge, Gutachten, Abschriften, Widersprüche, Gutachten, Anträge, Formulare. Die ganze Zeit schicken Sie mir Briefe, dann warte ich wieder ewig auf einen neuen Brief. Dann gehen Sie nicht ans Telefon, dann ist wieder nur Ihre Kollegin erreichbar. Dann ist die in Urlaub, die nächste ist krank und... Es ist unglaublich. Was machen Sie eigentlich hier mit uns Behinderten? Wollen Sie uns wahnsinnig machen? Wollen Sie, dass wir aufgeben? Ist es irgendwie Absicht hier, dass wir total entmutigt sind? Das ist der Hammer, was hier abläuft. Können Sie sich das vorstellen, wie es mir geht? Sie können gleich einen Psychiater rufen. Bin ich auch gewohnt. Schauen Sie nicht so blöd. Ich bin diejenige, die sich ärgert. Ist jetzt endlich mal Schluss. Auf dem Fußboden verteilt liegen zahlreiche Dokumente und Papiere. Im Büro des Beamten. Er zieht ein Formular aus einer Ablage und geht damit zum Aktenschrank. Frauenhände klappen einen Ordner zu. Die Beamtin nimmt den Ordner und stellt ihn in den Aktenschrank. Sie schließt die Schranktür.
Der Antrag von Gita Strohmer, Marie Bühler, Ulrich Behrens, Hanna Mauermann, Gabi Köpsel und andere. Regie Mike Engel. Zweite Kamera Bin Nguyen Tan. Untertitel Helga Rast. Sprecher Ferdinand Wanslewe. Titelmusik Altiplano. Audiodeskription Ulrich Hinzmann. Gebärdensprachübersetzung Xenia Bitriak. Medienpädagogische Leitung Volker Hoffmann. Vielen Dank an das Wohnheim Wilmersdorf des Union Hilfswerk. Das Projekt Das bin ich wird gefördert durch die Aktion Mensch.